Hoi, ich begrüße dich zum Start in Kalenderwoche 15. In dieser Woche kommt die Ladina Scherr zu uns schnuppern. Wie immer der Aufruf, alle die, die Ladina mit dabei haben, auf der Baustelle oder im Kundengarten, tun ihr gut erklären, um was es geht, im Beruf Landschaftsgärtner, damit sie ein umfassendes Bild von diesem Beruf bekommt bei uns. Dann kommt nächste Woche noch der David Sigerist, kommt Probe arbeiten. Er hat sich bei uns beworben für eine Stelle im Bereich Gartenunterhalt und Pflege. Dann magst du dich vielleicht noch erinnern, von früher, von AM-Zeiten nachher, der Peter Beck, ein ehemaliger Mitarbeiter. Er kommt über die Firma Gebrüder Hecki zu uns ab dem Mittwoch auf der Maschine arbeiten. Dann habe ich dir noch eine Information zum Projekt Gletschergarten. Die Geschäftsleitung des Gletschergarten sucht via Crowdfunding noch nach finanziellen Mitteln für die Umsetzung des Garten. Sie macht das via der Plattform www.founders.ca von der Luzerner Kantonalbank. Sucht sie dort in der Öffentlichkeit noch Spenden, damit sie die Finanzierung von der ganzen Umbau- und Neubautätigkeiten sicherstellen kann. Wir haben dort unser Logo zur Verfügung gestellt. Also vielleicht siehst du ab und zu im Internet oder auch physisch auf Flyers unser Logo auf so Plakat vom Gletschergarten. Wir haben das gemacht, damit noch mehr Leute für das tolle Projekt Geld spenden. Gut, dann kommen wir schon zum Wochenthema. Und zwar geht es um deine persönliche Verantwortung gegenüber Hodl und Partner. Jeder von uns hat seine eigene Meinung zum Thema Corona. Und das ist auch gut so. Wir leben ja entsprechend in einem freien Land, wo jeder seine Meinung haben und auch vertreten darf. Trotzdem hat aber auch jeder von uns eine entsprechende Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen und auch gegenüber unserem Unternehmen. Wir haben ja alle die gleichen Ziele. Wir wollen möglichst ein spannendes Leben, uns mit Freunden treffen und Spass haben. Wir wollen ein gesichertes Einkommen. Wir wollen, dass die Wirtschaft wieder schnell rauffährt und wieder alles aufgeht, auch die Restaurants. Und wir wollen nicht alle noch jahrzehntelang zahlen, damit unsere Sozialleistungen wieder auf Vordermann sind und die Kosten von dieser Pandemie beglichen sind. Die letzten 14 Tage haben gezeigt, dass wir plötzlich ganz schnell ganz weit weg von diesem Ziel sind. Dass wir plötzlich ganz schnell ganz grosse Probleme haben können. Und dass wir plötzlich ganz schnell in einer riesigen Katastrophe stecken können. Ja, wir sind wirklich haarscharf an so einer riesigen Katastrophe vorbeigeschrammt, die uns Zehntausende von Franken hat kosten können. Verursacht durch Nicht-Einhalten von Anweisungen, nicht ehrlich und schnell kommunizieren und das Verharmlosen von einer Situation. Wir hätten fast müssen zwei Schlüsselbaustellen einstellen, was uns neben einem riesigen Reputationsschaden auch einen finanziellen Schaden von über 50'000 Franken eingefahren hätte. Um dir den Ernst der Lage noch einmal zu veranschaulichen, tue ich dir anhand eines Brettspiels die Situation noch einmal darlegen. Du bist hier in deiner Welt, in diesem Teller und kannst dir dein Leben so einrichten, wie dir das gefällt. Aber wie schon erwähnt, bist du nicht allein auf dieser Welt, sondern du musst ein bisschen über den Tellerrand ausschauen und dann siehst du relativ schnell den Teller, wo Hodl und Partner drin steckt. Und auf dem Teller hast du deine Kollegen, die in den verschiedenen Teams zusammenarbeiten. Das ist so wie ein kleines Ökosystem. Du in deinem Teller und auf dem grossen Teller von Hodl und Partner. Aber auch wir von Hodl und Partner müssen wieder über unseren Tellerrand ausschauen. Dort sind dann nämlich unsere Baustellen und unsere Gärten, die wir pflegen und umgestalten oder neu bauen. Dort draussen hat es auch einen grossen Haufen Geld, wo wir abholen können, wenn wir unsere Aufträge sicher und gut und zu unserer Zufriedenheit der Kunden ausführen können. So können wir gewährleisten, dass ein Teil von dem Geld zu uns, in unser Ökosystem hineinfließt. Und wenn das Geld mal bei Hodl und Partner ist, dann kommt ein Teil davon auch zu dir, weil du verdienst ja den entsprechenden Lohn, wenn du arbeitest.
Das Geld brauchen wir auch, damit wir unsere Infrastruktur aufrechterhalten können, dass wir neue Maschinen und Geräte kaufen können, dass wir gute Arbeitskleider zutun können, dass wir aber auch Schuhtrockner kaufen und einen guten Trocknungsraum einrichten können oder dass wir am Freitag gemeinsam ein Feierabendbier trinken können. Wenn wir jetzt das nicht mehr machen können, weil du krank wirst, und weil deine Kollegen in die Quarantäne oder ebenfalls krank werden, dann fehlt uns das Geld und dir fehlt es dann am Schluss auch. Also, schauen wir doch gemeinsam, dass das nicht der Fall ist. Neben dem, dass wir Geld brauchen, damit unser Ökosystem funktioniert und du dein Leben kannst finanzieren, ist uns weiterhin ganz wichtig, dass du gesund bleibst und nicht die Krankheit weiter verteilen. Also, ich fordere dich erneut auf, die Massnahmen konsequent umzusetzen. Ich fordere dich auch auf, ehrlich und schnell zu kommunizieren. Es ist kein Verbrechen, wenn man krank wird, ob es eine Grippe ist oder Corona. Aber es ist ein Verbrechen, wenn man nicht schnell kommunizieren und sich testen lassen. Ich fordere dich auf, über den Tellerrand rauszuschauen und Verantwortung gegenüber deinen Arbeitskollegen wahrzunehmen. Aber denk auch an deine Verantwortung im privaten Bereich gegenüber deinen Kollegen, Freunden, Freundinnen und Familienmitgliedern an. Du hast auch dort eine Verantwortung für die Gesundheit dieser Leute. Der Erfolg von Hodl & Partner und somit auch dein Erfolg hängt von jedem von uns ab. Von mir, von dir und von unseren Arbeitskollegen. Also schaffen wir gemeinsam daran, dass wir weiterhin Erfolg haben und unsere Gärten bauen und pflegen können. Gut, dann darf ich dir noch ein paar Bilder von Baustellen und Gärten von der letzten Woche zeigen. Voilà, das wär's gsi. Jetzt wünsche ich dir ganz einen guten Start in die neue Kalenderwoche. Einen schönen Tag, mach's gut und bleib gesund.